Buffalo Würmer zwischen meinem Chinakohl. Ich habe mal ein bisschen angefangen hier. Ein bisschen angefangen, meinen Salat abzurichten und vernichten. Fangen wir mit meinen Zutaten an. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Mais, Chinakohl, Tomatoes. Das kommt auch noch hinein. Ingwer, Stangensellerie, eine Paprika. Das ist die Spezialzutat für heute. Die Buffalo-Würmer. Ich habe mir schon mal einen Salat damit gemacht vor ein paar Tagen. In die Arbeit mitgenommen. Mal schauen, wollte schauen, welche Arbeitskollegen sich durch Kosten trauen. Einer von fünf Leuten circa hat gekostet. Dem gefällt das anscheinend. Ja, aber laut einem Kollegen, der das nicht kosten wollte, soll das eh die Nahrung der Zukunft sein, was so ökonomisch zum Anbauen an Pflanzen sind. Dann kommen noch weiße Bio-Riesenbohnen dazu hinein als zweite Proteinquelle neben den Buffalo-Würmern. Und da wir mit Bohnen und Würmern arbeiten, haufenweise Kreuzkümmel oder Kumin und meine Öle ein steirisches Kürbiskernöl, was wahrscheinlich bei euch ziemlich unbekannt sein wird, und Bio-Leinöl. Bei Dressing, bei Salat würde ich immer sagen, was euch gefällt. Sind ja die Zutaten, das Gemüse wichtiger, was ihr dazu reinmischt an Gemüse. Zum Beispiel, wenn ihr es noch perverser haben wollt, könntet ihr rote Rüben dazu reinhauen, rote Beete. Dann könnt ihr die Perversität noch ein bisschen steigern. Die Kohlrabi vergesst, die kommt nicht hier dazu hinein, außer gekocht vielleicht bei mir. Ja, dann. So, schnipsel ich mal alles und richte es her. Der Rest ist zerschnitten. Kommt jetzt auch noch alles dazu hinein. Das ist dann meine Hauptspeise für den Tag. Auf zwei Portionen aufgegessen. Die ist eh schon ziemlich voll, also ich kann ja nicht sagen, wie viel Gramm das sein werden. Ist eine Eisverpackung. Keine Ahnung. Aber Hauptspeise und das ist die Vorspeise jetzt. Eiweißbrot mit Mandelbutter. Ein fast veganer Tarn. Ich weiß nicht, wie ich die Insekten dazu zähle. Sollte mal nachgucken, ob das als vegan oder vegetarisch zählt. Wahrscheinlich nicht. Ich nehme hauptsächlich weiße Riesenbohnen oder weiße Bohnen und Kichererbsen, was die perfekte Mischung für mich hat vom Proteingehalt bei den Bohnen hoch und wenig Purin, heißt harnsäurearm und heißt, dass es dann nicht so intensiv ist, um Gichtniveaus, Levels zu steigern. Ja, hier haben wir mal eine ganze 125 Gramm Packung von Würmern, so um die 20 Euro. Ich habe davon circa die Hälfte aufgebraucht. Das waren jetzt drei Portionen, das heißt circa 30 Gramm pro Portion. Über 20, also man kann 6 Portionen oder 5 Portionen rausbekommen hier. Hau das mal schön verteilt drüber und rühre es dann mit meinen Ölen um. Wie viel haben wir hier noch? Genug. Bisschen was haben wir noch drauf dann. Ja, passt, 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 passt. Das verteilt sich hier im Raum, wenn ich nicht aufpasse. Es verteilt sich schon. Letztens, wie ich es mit der Gabel probiert habe, sprangen schon ein paar Würmer weg. Deswegen habe ich jetzt mehr kleine zerstückelte Gemüsesorten gewählt und die Hülsenfrüchte, weil mit mehr Salat drinnen kann sein, dass sich das ein bisschen stärker verteilt. Close-up. Das Geräusch allein ist schon ein bisschen pervers.
Aber schaut ja nicht so schlecht aus. So, fertig. Noch ein Close-up, falls allen noch nicht schlecht genug ist. Aber der Löffel ist wichtig. Sehr schön, sehr schön. Und Mahlzeit. Knusprig, nussig.